Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge King of Retail. Ja, zwei Leute haben frei, ist denen auch vergönnt. Cedric, der kriegt ja doch, der hat ein bisschen bessere jetzt Energie, ne? Produktivität ist vielleicht immer tagesabhängig, kann sein. Ja, der Laden ist gar nicht so groß, 3x3. Und trotzdem machen wir, glaube ich, ganz guten Umsatz. Jetzt heute vielleicht nicht. Eigentum, Inventar. Was haben wir jetzt Großes gemacht? Ja. Wir haben Sachen gekauft. Genau, wir haben auch viele Sachen gekauft, die wir vorher nicht verkauft haben. Ein Konzeptpunkt. Konzern hat 10. Ich glaube, ich habe noch nicht umbenannt. Soll ein Mitarbeiter kommen? Dann packen wir das mal hier hin dann, ne? Und die Hosen. Die hätten wir da lassen können. Muss gleich mal gucken, wo die Hosen sind. Ja, hier sind die. Da waren noch zwei dabei. Na, Bianca dort Schulung. Kasse ist besetzt. Verkauf auch schon mal. Er räumt ein, genau, das ist Tristan. Hey, a little help. Hi, spare 2 seconds. Hey, can you help me? Hey, can you help me? Hi, spare 2 seconds. Mal hier ganz kurz gucken. Dass wir hier die langen Hosen reinbekommen, Herren. Hey, Hosen. A little help. Hosen. Hey, got a second? So. So. Hey, got a second? Ich glaube, die Hosen müssen wir auch noch anheben. Preise. Hey, have a minute. Noch hier mit. Thanks. Hey, so, dann machen wir hier. Excuse me. Wir machen für 24. 24. Hey, can you help me? Zwei Verkäufer draußen. Wir haben keinen, der auspackt. Das ist erstmal wichtiger, ne? Thanks. Hi. Spare 2 seconds. Thanks. Hey. Excuse me. Hey, have a minute. Ach, wo kommst du denn jetzt her? Thank you. Natalie, okay. Excuse me. Hey, have a Hey, a little help. Thanks. Oh. Hey, a little help. Thank you. Thanks. Hi.
Rick ist drüben und wo ist die andere? Ach, Finn ist auch irgendwo. Wo ist denn Finn? Er kommt. Excuse me. Jo. Hi, spare 2 seconds. Thanks. Hey. Excuse me. Thank you. Hey, can you help me? Thank you. Hey, have a minute. Hi, spare 2 seconds. Hey, haben wir got a second? Hey, a little help. Thanks. Hey, can you help me? Thank you. Okay. Excuse me. Das Teil hängt schon wieder auf, das ist sehr gut. Excuse me. Hey, have a minute. Hey, can you help me? Hey, have a minute. Hey, can you help me? Hey, have a minute. Thank you. Thank you. Excuse me. Thank you. Thank you. Ich hatte noch zwei Kasten, dann müsst ihr mal warten. Thank you. Hi, spare 2 seconds. Excuse me. Komm, lass mich durch. Mein Gott. Thanks. Hey, got a second? Thanks. Dauert halt alles lange, ne? Thank you. Thank you. Hey. Hey, have a minute. Excuse me. Hey, can you help me? Thanks.
die dann vielleicht hier Waren auffüllen. Falls da noch was gibt. Hey, a little help. Ja, die füllen auch jetzt besser Waren auf, ne? Hey, have him. Thanks. Excuse me. Thanks. Ich will mal gucken, ob wir hier noch Herrenkleidung, Hosen, ob wir so ein Wandding noch irgendwo hinbekommen. Das ist schon alles zu. Excuse ne? me. Thank you. Ja, hier wird man noch was hinbekommen. Vielleicht. Hey. So ein Hosenteil vielleicht noch. Nee. Thanks. Auch nicht mehr. Thank you. Auch nicht. Sieht auch nicht schön aus, aber. Was kann man hier dran machen? Hosen? 4 Stück. Alle Feier machen. Aber das Ding gefällt mir hier gar nicht. Gibt's da keine anderen? Für Hosen. Ich lage deren Hosen. Mit dem auch zu lang, ne? Das war's, okay. 9,3 haben wir noch. Okay. So werden 6 ans Unternehmen gehen, haben wir. Wobei, wir müssen ja auf jeden Fall noch Waren einkaufen. Aber da nur das Mindestlager hinzufügen. Dicke Finnen, Herren, Hosen, Hosen. So, die nochmal mitnehmen. Da 20% im Angebot sind. Wie haben wir davon noch im Lager? 2 hängen, 5 hängen, 8 im Lager, 13 hängen. Hiervon nochmal 20. Hiervon nochmal 10. Hiervon nochmal 10. Hiervon nochmal 30. So. Lager. So. Können wir die noch mal verkaufen, ne? Okay. Unternehmen kriegt immer noch 3.
Werbung würde ich sagen, lassen wir auch erstmal. Wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben Verkauf, Verkauf, Verkauf. Ja. Zack. Die beiden, ne? Hier. Ich muss mal hier ganz kurz laden. Das ist ja Ware. So. Einmal speichern. Und speichern. So. Gehen wir jetzt hier rein und sagen Verwalten, Laden, Ware. Nehmen wir. Waren 2. Ja, auch 5. Genau. Macht nur. Auffüllen und kaufen, speichern. Ja. Jetzt nehme ich die beiden auffüllen, verkaufen, Kasse, Kasse. Und das hier vorne ist, was macht sie denn noch? Ich muss mal gucken. Artikel allerdings verwalten, laden, begrüßen. Auspacken macht sie auch als erstes, okay. Nochmal nicht mehr begrüßen, Sicherheit. Begrüßen, Verkauf mache ich hier bei ihr rein. Aber wir haben 3 Kassen dann morgen. Der Finn, war der nicht eigentlich auch für Marketing da? Machen wir nicht morgen die Kasse? Packen wir den. Ja, genau, der war auch für Marketing werbetreibend den ganzen Tag. Soll der ein bisschen Artikel schreiben? Geht noch 3,5 an den Konzern, das ist gut. Genug Mitarbeiter für so einen kleinen Laden, glaube ich. Konzern hat 12.000, okay. Geh mal kurz zum Konzern, vielleicht kann ich unten noch die Punkte vergeben. In den oben, ich weiß nicht wie viele Konzernpunkte, wir haben 12.000 haben wir. Die nehme ich auch noch hier machen, so zack. 6 haben wir, hier kostet ja mehr, ne, genau. Freischalten. Aber gehen wir da vielleicht auch weiter. Was haben wir hier? Für Kundenzufriedenheit. Bronze, okay. Und wir gehen in den Laden. Okay, der würde jetzt schon 3600 machen, wenn wir nicht da wären.
machen auf jeden Fall Kasse heute. Jetzt erstmal morgens. Jetzt schreiben. Komm, dann kann ich einfach zuweisen, dass wir wohl immer zur Kasse so lang. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Dann am Auffüllen. Ja. Hey. Ach, warte mal, Mann. Ich wollte noch gucken, was ich hier hin mache. Thank you. Herren. Hosen. Hosen. Das denn hier irgendwie rüberpacken? Ne. Wie sieht das hier hinten aus? Ja, das ist auch voll. Ah, sehr cool. Da kriege ich noch eins hin. Wenn ich das jetzt noch auch hier drüber kriege, ne? Ah, schade. Kriegen wir das noch hier so hin. So, Hosen. Schon mal das nicht. Wird hier genau hinpassen, aber. Hey. Excuse me. Wir das hier alles abnehmen. Have a minute. Und sagen hier, jo, verkaufen. Sagen hier, aufmachen, Herren, Hemden, kurz. Und sagen hier, zack und zack. Und das kann noch, zack und zack. Okay. Dann würden wir jetzt hier noch sagen, thanks. Herren, Hosen, Hosen. Passt gar nicht dahin, wie ich es gern hätte. Ich dachte, es würde passen, aber es passt nicht. Okay, das heißt, wir müssen doch wahrscheinlich so eins nehmen, was nicht hinpasst. Nee. Hey, got a second? Das hey, can you help me? Hey, have a minute. Ich glaube, wir sind weiter vor als die anderen. Also wir könnten eigentlich auch dann die hier machen. Thank you. Mm-hmm.
Thank you. Hey, got a second? Wo ist denn? Oh. Hey, have a minute. Hey. Oh. Ja, dann geht doch nicht nach Thanks. Hause. Hi, spare two. Excuse me. Thank you. Die verkaufen jetzt nämlich auch mit, die beiden. Sie ist draußen am Begrüßen. Hey, beiden am Kasse. Das ist alles ausgepackt. Wir haben jetzt noch 308 Artikel. Hier. Immer schön voll. Wir haben es 14 Uhr. Aber wir haben auch 2, 4, 6, 8, 9 Mitarbeiter in dem Laden. Hi, spare 2 seconds. Hey, can you help me? Jetzt haben wir hier so ein bisschen den Sportbereich, ne? Thanks. Thanks. Was wir auch machen können, dass wir hier unten kurze Hosen hinhängen. Und oben die lang. Die füllen ja immer wieder auf, ne? 308 waren es noch. Wie viel haben wir jetzt noch? 269. Thanks. Ja, das ist schöne Hosen, ne? Ja. Thank you. Thanks. Hey, have a minute. Ich mach mal überall die Dings oben drauf, Schilder. Hey, a little help. Mode. Thanks. Thank you. Thanks. Schild. Hey, got a... Hi, spare 2 seconds. Hey, can you help me? Thank you. Qualität der Mode. Hey, got a second? Ja, die müssen auf jeden Fall mal mehr holen, ne? Excuse me. Schilder. Hey, got a second? Thanks. Hey, got a second? Ja, die geht gleich in Pause, glaube ich, ne? Thanks. Oh, Cedric ist auch. Ach so, Cedric ist auch da. Und mal Finn kann Aufgabe zuweisen. Finn kann wieder hier machen. Wo ist denn Cedric? Hey, have a minute. Thank you. Hey, have a thank you. So schon da.
Can you help me? Thanks. Thanks. Ah, läuft gut, ne? Hey, got a second? Nehmen wir auf jeden Fall noch anderes, wo wir eher die Hosen dann mehr haben und in der Mitte so die Hemden, ne? Thank you. Thanks. Guck mal hier. Was haben wir denn noch im Lager? Hemden hauptsächlich, ne? Hemden, Pullover. Hey, a little help. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Thanks. Hey. Thanks. Auch noch einige. Hey, a little help. So, Feierabend. Patrick, du kannst nach Hause. Auch. Thanks. Also, du, Mirko kann auch nach Hause. Jacqueline nach Hause. Ach guck, aber noch abkassiert. Haben wir noch abkassiert, sehr gut. Ja, 11.800, das ist cool. Wir können auch morgen direkt starten, so viel fehlt hier nicht. Mal gucken, wie viel wir noch brauchen. Ungelesen E-Mails ist nie gut. Höhere Lohn, Jacqueline. Und Patricia. Jacqueline und Patricia. Jacqueline. Ja,
Gehaltsverhandlung, die ist bei 13. Und Patricia ist bei, mal gucken, 8,99, okay, dann ist es legitim. Mal 10. Einmal. Okay. Morgen haben wir zwei Kassen, das ist gut, gehen auch übereinander. Wir haben 1, 2, 3 Verkäufer. Wir haben Bianca packt aus. Können auch. Findet frei, das heißt wir am Samstag, genau. Aber der braucht eigentlich nicht frei. Guck mal, der ist doch voll motiviert. War der Waren 1 oder Waren 2? Der war Waren 2, ne? Genau. Ja, 4, guck mal, sie kann noch einen Tag, eine Stunde länger arbeiten. Sehr schön, Jacqueline. Dann packen die nicht beide aus. Was brauchen wir jetzt hier? Wir brauchen Bestellung, Mindestbestellung. Das ist okay. Dann brauchen wir Artikel finden, Herren, Hosen. Lang, dann brauche ich die mal. Dann haben wir auch noch 10 Stück von oder 15. Okay, dann holen wir hier 15, 15, 15, 15. Dann sind die mit der Mindestbestellung. So, jetzt muss man eben gucken. Davon, okay. 15, 15. Die auch 15, 15. Ich würde noch mal gern Hosen kurz schauen. Ja, viele sagen ja, sind Röcke, aber das sind ja hier kurze Hosen. Ne? 1, 2. Mal kurz an der Tür. So, ich beende mal kurz den Stream. Bis denn, ciao.